Hallo, meine lieben Freunde, und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Lego Fortnite. Wir sind noch immer in der Wüste und wie ihr seht, es wird gerade hell. Das heißt, wir können unser Lagerfeuer hier abreißen. Nehmen wir natürlich wieder mit. Und machen uns hier wieder auf der Suche nach diese Panzerviecher, die irgendwo hier in der Wüste doch wohl leben sollen. Obwohl dieser Wüstenabschnitt ist ja wohl... Ich glaube, keine Wüste, eher, dass es hier eher so ein Strand ist. Keine Wüste. Gut. Oder ist das so einer dieser Viecher für die Wüste? Könnte. Vielleicht sind das die Viecher, die wir brauchen. Die sind auf jeden Fall stärker. Ja, Sandpanzer. Genau die brauchen wir. Haben wir das Haus schon gelootet? War das das, wo wir hier hinkamen? Nein, tatsächlich nicht. Das heißt, hier gibt es noch mehr Loot. Fackel, Pfeile. Himbeeren-Samen brauchen wir ja nicht. Schubsaft. So, Captain Blackbeard und seine Kumpels oder was? Schneebärenshake. Die haben einen Schatz bewacht, ne? Knochen werde ich nicht brauchen. Die werde ich nicht brauchen. Wolle nehme ich schon mit. Die werden so ein Boy auch nicht, aber Pfeile. Wenn mal hier die Pfeile eingesammelt werden, ne? Wollte schon sagen, ne? Ist da noch einer von diesen Kriechviechern, ne? Hey. Brauchen ein paar mehr von diesen Sandviechern. Vielleicht finde ich ja auch noch ein, zwei. Geht der Strand ja auch noch ein bisschen weiter. Das ist ein normaler Stein, ne? Ja. Da hinten ist einer. Strömungen. Okay. Man kann nicht unendlich schwimmen. Weg mit dir.
So. Ich brauche noch mehr von diesen scheiß Viechern, Sandviechern. Okay, schwimmen ist nicht so geil. Das habe ich jetzt festgestellt. Kann man easy bekämpfen, dafür braucht man die Pfeile nicht opfern. Aber es gibt immer schön Fleisch. Und das... Was war das? So. Gab's schon mal Fleisch. Milch will ich gerne mitnehmen. Da lasse ich die Kürbissamen gerne hier. Weizenkorn, Weizen. Ja, da kann ich die Hörner besser hier lassen. Ne? Kann ich mitnehmen? Kann ich mitnehmen. Perfekt. Da ist so ein Vieh. Ja. Geht doch. Muss mich ja nicht in Nahkampf mit dem messen, ne? Komm, ein oder zwei noch. Komm, einen mache ich noch und dann bewegen wir uns langsam zurück. Ja, und da ist einer. Wow, die sterben, wenn sie in Wasser fallen, oder was? Das ist ja genial. Gucken wir mal kurz hier ums Eck, was hier los ist. Dann gehen wir von da oben rüber zurück. Wenn wir dann hier noch einen sehen, würden wir den noch machen, aber sonst... war es das dann erstmal. Wer haben wir denn? Vier. Ich glaube, ich brauche drei. Dann das. Hier ist noch einer. Siehst du, in Wasser gehen die ja direkt drauf. Das ist echt cool. Da liegt noch einer. Hab's gerade drauf. Siehst du, die brauchen nur in die Nähe von Wasser kommen und dann sind tot. Das Haus da eben looten und dann geht's zurück. Noch einer, den meine ich natürlich auch noch.
Kann ich mitnehmen, bräunlich nicht. Das nehme ich gerne mit. Und diese Piraten hier nachts, da kannst du hier halt so einen Kram sammeln. Wolle, ja. Perfekt. So, da ist der Dude. Ich würde schon sagen, stirb. Gehen wir da jetzt hoch. Dann haben wir von diesen Sandviechern mehr als genug. Und das da brennt ein Feuer, ne? Wenn ein Feuer brennt, können wir da mal eben gucken gehen, oder? Da mehr als einer? Die Böse? Scheinbar ja. Okay, was auch immer hier ist. Hier ist auf jeden Fall eine Kiste. Okay, und diese Kiste, die war relativ selten, glaube ich. Oder auch nicht. Ob sich das gelohnt hat, weiß ich nicht. Und wie waren wir so platt gemacht? Gut, dann geht's zurück. Da haben wir auf jeden Fall gut was gesehen und ich möchte gerne, wenn es bevor die Nacht anbricht, wieder zu Hause sein. Und vielleicht die Stadt noch aufwerten. Und noch herausfinde, wie. Und da ist noch eine Höhle. Können wir jetzt nicht reingehen, aber wir können da schon mal nah rangehen, dass sie noch markiert ist. Ach, guck mal, da hinten war auch eine Höhle in, schon markiert. Ach, schon, da bin ich weit weg. Aber ich bewege mich richtig, das Sehen ist gut. So, Wolle. Braves Schaf. Was ist denn das? Das ist eine Grube. Einfach nur eine Grube, okay. Fleisch hätte ich gerne. Bitte haut nicht ab. Danke. Das mal kontrollieren, was das hier so ist. Hier ist ein Sprengfass, ne? Ja, was wir damit machen können. Dann die Kiste hier drin looten, die hier war, ne? Zumindest alles, was er mitnehmen konnte, habe ich jetzt mitgenommen. Normalen Panzer und dann noch die. Dann los, Banditen. Und das Feuer bietet sich an, ne?
Weg mit euch. Mein Gott, muss ich mir jetzt selber ein Feuer bauen oder was? Hier. Weg mit denen. Ui. Die Nacht ist natürlich ein bisschen doof. Da warte ich mal, bis die Nacht vorbei ist und dann laufe ich weiter. Ach, endlich. Die Sonne geht langsam auf. Der Mond geht unter. Dann geht die Sonne auch gleich da hinten irgendwo auf. Und dann ist die Nacht vorbei. Nur, ich wollte noch mal was sagen. Lego Fortnite Folgen wird es dann jetzt nur noch dreimal die Woche geben. Und zwar dienstags und donnerstags und sonntags. So kann man sich das noch merken. Dienstag, Donnerstag, Sonntag. In den Abständen werden dann die Lego Fortnite Folgen kommen in Zukunft. Und ich glaube, das ist ein guter Rhythmus, damit ich auch andere Sachen wieder machen kann, denn ich gewinne ja auch wieder ab dieser Woche auch schon wieder ein Arbeiten. Und da kriech dich ruhig in die Erde. Und dann habe ich nicht mehr allzu viel Zeit und ich versuche ja trotzdem immer noch hier ein bisschen was zu schaffen. Und da gehe ich jetzt nicht hin. Viel zu entdecken, ne, tatsächlich. Ich bin immer auf dem richtigen Kurs, ja. Und ich glaube, das reicht. Drei Folgen in der Woche, das ist, glaube ich, ganz vollkommen in Ordnung. Da gibt es ja auch noch Mechabellum, was aktuell immer mittwochs noch kommt. Und dann kann auch jederzeit noch was anderes kommen, wenn ich Bock drauf habe und Zeit dafür habe. Okay, diese Dinger, ne, die kann ich immer gut machen. Na, widmest du jetzt? Steine bauen oder was? Hier? Weg mit dir. Ist ein riesen Maisfeld. Okay, sowas gibt es auch. Riesen Maisfelder. Einfach mal so. Ach, ja. Da ist eine Truhe. Einfach so. Mitten im Wald. Was? Denen gehört die Truhe, wa? Gut, das nehme ich nämlich mit. Was da drin ist. Auch wenn sie das jetzt hier ein bisschen versteckt gehalten haben. Nehme ich mit. Ich glaube, für zukünftige Expeditionen ist es, glaube ich, gar nicht mal so doof, dass mein Dorf aktuell in der Nähe der Schneelandschaft ist. Da sind die Wege ja immer richtig weit. Sollte mal was essen. Meine Kondition schneller nach. Geht. Wir können ja hier nochmal gucken, ob da irgendwer bei ist. So mitnehmen. Ein Seil wäre auch nicht schlecht, aber ich möchte gerne. Lass ich mal drin. Vielleicht komme ich hier irgendwann mal wieder vorbei und dann nehme ich es mit. Wie weit bin ich denn noch weg? Bin ich weit? Bin erstmal weit von Kurs abgekommen. Ist nicht schlimm. Dann laufe ich nach Hause. Werde ich schaffen. Ohne dass du mir zu nahe kommst, lieber Wolf.
Genau, da hinten ist die Höhle. Und genau da lang. Perfekt. Okay, hier ist dieser Aussichtspunkt. Muss ich jeden Wolf machen. Anscheinend wohl. Dann nehme ich auch das Fleisch mit. Die Wölfe schon machen muss. Das ist nochmal so ein Panzerdude. Hier habe ich jetzt keine Lust drauf. Ich möchte jetzt nach Hause die Sachen einsortieren. Habe ich mir noch gedacht, da ist doch unser Zuhause. Was habe ich denn für ein Problem? Da kann ich hier nochmal in die Kiste gucken. Natürlich leer, habe ich schon geplündert. Ich habe ihn natürlich schon geplündert. War da irgendwas? Nö. Gut. Alles, was ich an Holz habe, verarbeite ich hier Brettern. Nehmen. Und Rest einsortieren. So, das kommt da rein. Bretter habe ich nicht. Dann habe ich auch nicht. Holz habe ich auch nichts. Dann noch die Panzer, aber ich brauche ja, was brauche ich für die Dorfaufwertung? Granittafel. Und Granittafel mache ich wahrscheinlich. Ja, ihr habt Sachen für mich, ich weiß. Marmortafel. Das kann es doch nicht sein. Spinnrad. Werkbank, irgendwas anderes ist es das. Steine zur kleineren, oder? Steine zur kleineren, ne? Den mache ich aber auch hier rein, glaube ich, oder? War ja hier. Einmal das, einmal das. Norwurzel. Mein Gott, wo habe ich denn dafür Platz? Hier ist Küche, da wollte ich das eigentlich nicht drin haben. Kommt der erstmal hier rein, meine Güte. Kann man hier machen? Marmortafeln? Ich würde sagen, die machen wir erstmal ein paar von, ne? Jetzt kommt da wieder rein. Erstmal alles hier ein bisschen einsortieren. Kommt da jetzt mal raus.
Kontrolle haben wir hier ein bisschen. Okay, dann gar nicht. Das heißt, dann können wir da. Pferde habe ich wahrscheinlich hier. Meistens wieder essen, ne? So, erstmal jede Menge Fleisch. Den Saft da drauf, dann kommt der da rein, da die Eier rein. Die Milch rein. Samen. Chilisamen. Die hatte ich jetzt noch da irgendwo. Okay, dann haben wir hier noch Mais. Ein paar Bärchis. Und Sprengstoff. So, was brauchen wir hier für Aufwertung? Granittafeln und Knorrwurzel. Granittafeln haben wir. Können wir machen. Wir brauchen wir nur Granit. Und Wurzeln haben wir auch. Tab ändern. Da. Einmal volle Kanne Granittafeln, bitte. Marmortafeln brauche ich dafür hinten zum Aufwerten, ne? Habe ich dann schon genug? Ne, da fehlen mir noch Sandklaue von Sandwölfen. Okay, die sind mir noch nicht über den Weg gelaufen. Sandwölfe. Ja. Dann mache ich die erstmal da rein. Erstmal da rein. Okay, dann habe ich da schon mal was. Dann brauche ich nur ein paar von diesen Knorrwurzeln. Ja, die habe ich. Da sind noch Knochen. Dann warten wir mal kurz, bis alles soweit ist, dass wir das Dorf aufwerten können. Aber erstmal können wir ja gucken, was haben die denn hier? So, was hast du? Okay. Ketten haben wir sowieso gerade nicht frei. Aber wir haben ja jetzt hier noch Federn, Wurzeln und sowas. Mahlwerk. Das ist ein Mahlwerk und das ist Saftpresse. Okay, Saftpresse ist auch nice. Da kann man auch mitarbeiten.
Mein Gott, wird das heute eine XXL-Folge oder was? Komm mal schneller. Stück. Ja, dann würde ich mal sagen, machen wir das in der nächsten Folge, oder? Dann sage ich ciao, euer Schrank. Lasst ein Like, erst ein Abo da.